Moin Moin, mein Name ist Heinrich Löwe, wir spielen Battlefleet Gothic Armada 2 und ich habe doch keine Runde weitergemacht, ich will jetzt die Orks angreifen, damit wir hier aus diesem System wegkommen, wir müssen die ja irgendwie wegkriegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine kluge Idee ist, ich mach das jetzt einfach mal. Puh. 1400, ach du Scheiße. Keine gute Idee, aber wir versuchen ihre Schiffe aus dem Bereich der Station zu kriegen. Wenn wir ihre Schiffe vielleicht einzeln kriegen, haben wir vielleicht eine Chance. Das sollte vielleicht klappen. Dann werden wir vielleicht im Anschluss nicht gleich oben links da dieses dicke Befestigung des Chaos zerstören. Aber dann sind wir schon mal, haben wir schon die Orks im Rücken weg. Warum hakt er jetzt immer manchmal bei dieser Ansicht? Das war doch, war das vorher auch schon so? Oder fällt es mir jetzt erst wieder auf? Da schon oben wieder Tau-Symbole. Warum? Wir kämpfen nicht gegen Tau. Und wir müssen Punkte einnehmen. Das wird jetzt echt doof. Weil das schon quasi unsere Niederlage ist. Unser Plan wird so nicht aufgehen. Aber hier schon die Station wahrscheinlich sehr werden. Hier ist die Station, die Ork-Station. Und hier werden die Verteidigungsplattformen sein. Wir müssen die Verteidigungsplattform angreifen. Gut, Start. Initialize Motive Power. Motive Units fully engaged. The enemy has seized a strategic area. Ja, habe ich auch gesagt. Der ist frei, das heißt, so ein kleines Schiff... Oh, scheiße. Schon gesehen. Ihr seid die Eins, ihr seid die Party. Frontbewaffnung aktivieren. Feuer. Ihr seid ja schon quasi in Reichweite. Fast... Alter, was kommt denn da? Alter Schwede. Alter Schwede. Jetzt möchte ich diese imperiale Kanone, Ionkanone haben und da reinbrettern. Haben wir aber nicht. How may I serve? The enemy has seized a strategic area. The enemy has seized a strategic area. Ja, deine Mama auch. Komm, ich zieh den schon mal weiter. As you command. You have seized a strategic area. Ah, das ist auch doof. Komm mal weiter weg. Weiß nicht, ob der überlebt. Dich behalte ich mal in Hinterhand. Schitte, schitte, schitte. Komm weiter, mein kleiner Freund. Also, sie hat echt einen mega Radius. Die Scheißstation. So. Nummer 1 haben wir. Ah, sie wollen zum Schwachen. Egal. Flieg da rein. Nimm einen Punkt ein. Hinten wird auch bewacht, ne? Ready to serve. Ah, eine Salbe noch, dann sind sie tot. What is your command? Enemy orbital platform. Fantastisch. Na komm, wirst gesehen, hau ab. Kommst du, wir packen dich einfach hier unten irgendwo hin. Dass du nicht mehr gesehen wirst.
Mach Schleichfahrt. Und wenn die dann sich weiter fortbewegen, kommen wir. Ah, wir kommen nicht so weit. Sobald wir das eingenommen haben, fliege ich dahin. Ah, oder nehmen wir die Station vor, die gerade einzeln ist. Komm, wir versuchen es mit der Station. Doomjäger. Es wird nichts, die Station ist hart. Es wird nichts, verdammt. The enemy has accumulated 25% of strategic points. Mm. You have seized a strategic area. The enemy has seized a strategic area. Ich habe Angst, wenn ich jetzt in den Nahkampf gehe. Komm, machen wir's. Wo ist den anderen Punkt? Ach, was soll's? Nee, komm, wir müssen hier platt. Wir müssen die platt machen. Ich versuche jetzt was ganz Blödes. Ihr werdet mich jetzt auslachen, aber. Du gehst seitlich. So, komm rein. Ah, wie ich hätte warten sollen. Stasisbombe, ich halte sie von mir fern. Müssen sie einfach wegkriegen, da die. Der Punkt ist jetzt allein. Rolling. Na los. Oh, noch mehr Einheiten. Arabeus Schwarm. You have accumulated 25% of strategic points. Haha. Schicken wir auch mal Leute rüber. Dass diese Station weg ist. Vielleicht, wenn sie explodiert, haben wir die alle in einen Radius. Das wäre vielleicht noch ganz cool. Na los! Necrons, Mann! Auf das Schiff! Auf diese Raumstation. Die Raumstation muss fallen. Aber sie brennt so dermaßen, ihr glaubt's ja gar nicht. Wie ein Weihnachtsbaum. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ah, scheiße, hat mich noch erwischt. Das hat mit dem Sprung nichts geklappt. Scheiße. Ja,
Ne, der eine haben sie jetzt. Das ist, oh, oh, beweg dich mal weg da. Das war meine eigene Stasisbombe. So, warte mal. Ganz kurz Pause, ganz kurz Pause. 1000 ist es knapp. Wir nehmen gerade den Punkt ein. Okay. Ist das da hinten? Das ist Verstärkung. Gut, wir müssen die in der Mitte binden. Das ist Scarabeus-Schwarm. Ich muss ausweichen. Ich kann nicht ausweichen. Scheiße, das ist gleich im Arsch, aber sowas von. Ach so, das zieht auch meine Leute, die Leute an mich ran. Das ist doof. You have seized a strategic area. Hier, Feuer auf den da, Mann. Wer hat überhaupt die Pläne, verdammt. Da hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ah, ich krieg den auch nicht weg. Oh, 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 du musst weg da, mein Süßer. You have accumulated 75% of strategic points. Ah, scheiße. Oder wohl, der hat sich wieder bekommen, der hat sich wieder gekriegt. Hol den Punkt. Frontbewaffnung. Feuer. Ah, das war's. Ja, schieß auf den anderen da. You are close to victory by strategic points. Was? Versenken? Oh, oh, was habe ich getan? Was habe ich getan? Nein! 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 Energy to recoalescence. Scheiße, ich habe einen Anführer gekillt. Alter, wir müssen den Punkt einnehmen. Alte Scheiße. Ich wollte eigentlich
Ich wollte Nahkampf auf dem Schiff stoppen. Ich wollte Nahkampf stoppen. Erst lesen, dann drücken. Oh. Scheiße. Ich wollte den eigentlichen Nahkampf stoppen und dann eigentlich langsam mal zurückziehen. Ich hoffe, das war jetzt nicht unser Held oder so. Aber die haben echt schon was gerissen, die beiden, ne? Mit den dicken Schiffen. Die haben echt Power gemacht. Diese Haupt-Sternimpulswaffe, was das ist, das macht die Schilde weg und dann kannst du losplanken. Ah, wir haben wenigstens einen Schlachtplan erhalten. Das war unsere Zar, Mission. have you discovered the brute's origin? Work proceeds. I expect a resolution in due course. And what is due course? Gleich. Mamma mia, ey. Das war ein teurer Sieg. Finde ich. Ich habe dieses eine Schiff leider verloren. Das ist. Schmerzt. Kriegen wir auch nicht. Warum kriege ich den jetzt nicht? Der hat doch vorher schon den gehabt, Mensch. Warum ist der so teuer? Ach, der hat das ganz große Ding wahrscheinlich. Wir warten einfach 2 Runden ab, dann haben wir da wieder einen Anführer. Nehme ich halt zur Not in den hier oder so. Die kommen 2 Runden. Und die werden auch gleich angegriffen. Weil die müssen schnell wieder auf Vordermann gebracht werden. Auf jeden Fall haben wir hier wieder ein bisschen mehr Zeit erkauft. Kommt schon nächste Runde wieder das die Tyranniden. Mehr Ressourcen ist ganz gut. Schaltet Gruftstalker Upgrade frei, wenn die vergessene Bibliothek Stufe 3 erhält sie. So, falls von hier auch mal was kommt. Ach, habe ich schon, okay. Dass wir hier überall Minen drin haben. Damit die eine Runde später kommen. Hier mache ich es mal nicht, weil er soll mal kommen. Und wie sieht es hier aus? Hier würde ich auch erstmal Minen reinpacken. Wir haben ja genug Geld. Ach ja, wir wollten ja gleich direkt hier in die 2 Sprünge noch. Dann können wir uns für die Tyranniden hier ein bisschen Verteidigung aufbauen. Achso, und ganz wichtig, weil wir haben ja auch gar nichts gebaut. Und dann schnitzeln wir nochmal kurz Tyranniden und dann sind wir wieder Runde. Ach ne, gar nicht. Space Marines. Ja. Ne, ist das hier Adeptus Mechanicus, ne? Oh. Ja, genau. Ich wollte nicht die Mission machen. Ich wollte nur dem Adeptus Mechanicus mal unsere Ehre erweisen, die Necrons kennenzulernen. Ja, weil mal kurz zum Tee trinken rüberfahren oder rüberfliegen, mal Hallo sagen. Wenn sie den Tee nicht vertragen, kann ich auch nichts für. Vielleicht ein bisschen Grüntee, ne? Ein grüner Tee, ein grüner Leuchtender. Gesund. Da oben schon wieder diese Tau-Symbole. Fallen die mir erst jetzt auf oder was? Und schon wieder so eine Mission, wo wir diese doofen Punkte einnehmen müssen. Warum kann ich die Schiffe hier nicht verschieben? Hallo? Du? Geht doch. Warum kann ich die nicht verschieben? Willst du mich verarschen? Ich habe
Keine Ahnung, warum das jetzt nicht geht. Na ja, gut, komm. Der steht falsch rum. So, ihr seid meine Party. Unser Ziel ist hierhin. All power to motive units. Motive units fully engaged. Und die Leichten ziehe ich dann erstmal wieder zurück. Aber warum haben wir die Kämpfer gegen das Chaos? Ich dachte, wir sind blau. Wir sind immer blau und der Feind ist immer rot. Ich hatte gerade kurz gedacht, wir kämpfen gegen das Chaos. Frontbewaffnung, ihr dürft schießen, wann ihr wollt. Ich versuche den Kampf dahin zu führen, hinzukriegen, sollen sie auch wissen, dass wir da sind und dann holen wir uns die so nach und nach weg. Oh, da gibt es leichten Schaden. Scheiß Asteroiden. Wer packt da auch Asteroiden hin, verdammt? Haben noch nicht komplett. So, was haben wir hier? Wir haben Skarabäus-Schwarm. Zweimal. Zweimal Skarabäus-Schwarm. Kettenverbindung, das wird lustig. Sternimpulswelle. Welle war das und der kann gar nichts. Und kaufe Schiffe, die gar nichts können, verdammt. Ready to serve. I am the dynasty's spear. Ah, schießen ist doof. Schießen ist doof. You have seized a strategic area. Wir wollen da nur hinfliegen und schießen, die Schweine. You have seized a strategic area. Wenn ihr den Punkt habt, okay, dann dürft ihr Spaß haben, dann erlaube ich es euch. You have seized a strategic area. Warum hast du gerade... Bring mal weg. All power to motive units. Ja, auch, was ist denn los? Motive units fully engaged. Warum kriegen die noch Schleichfahrt? Das verstehe ich jetzt nicht. Habe ich irgendwas verpasst? Hier, die greifen die Mitte an. So, freies Schussfeld. Das haben wir nicht geplant. Space Marines. Feuer. Oh, das ist doof. Jetzt kann ich leider nicht wegspringen. Hat auch gleich das Deck mit den Skarabäus kaputt gemacht. Arschkrabbenpower hier. Schweine. Alter, habt ihr noch einen Skarabäus-Schwarm? Nee, ne? Der muss weg. Doom, Doom!
The enemy is seizing one of your strategic areas. Na doch, also auf den, der stört. Schade, ins Karabeus-Mann kriege ich nicht mehr repariert. Wer ist der Captain Blitzmann? Du bist der Captain Blitzmann. Kugel der Wiederbelebung. Ah, hat der Hulk geklappt. Feuer frei. Feuer frei. Ah, schade, der Kettenblitz hat noch kurz funktioniert. The enemy has accumulated 25% of strategic points. I serve your glory. Na. Internal damage rate. Nicht ganz da. All power to motive units. Schicken wir mal ein bisschen Necrons in den Nahkampf. Motive units fully engaged. I am the dearest spear. Dafür haben wir sie ja irgendwie, oder? Ab in den Nahkampf. Cannot export have breached the enemy vessel. Ready to serve. Sonst haben wir gerade unsere Fähigkeiten quasi ausgespielt, ne? Also. Da warte ich noch, bis der im Bereich ist. Wunderbar. Ich muss nächstes Mal mehr auf die Schiffe achten, die diesen Reparaturskarabeus haben. Er wird hin und her geschoben, das Schiff, das hat keine Wahl. Ich schieße so lange drauf, bis es kaputt ist, dann. Weil nicht, dass die Meuterei beendet wird und dann haben wir da wieder ein Feindschiff. Ich scheiße jetzt auch auf das Asteroidenfeld. Kriegen wir halt Schaden, was soll's. Gleich muss es ja beendet sein, da die nächste Meuterei. You have accumulated 50% of strategic points. Das war's und jetzt holen wir uns dann den anderen. All power to motive units. Motive units fully engaged. Wenn wir den haben, dürfte es dann gewesen sein. Du kannst den Punkt jetzt einnehmen. Hallo. Einnehmen. Du da hinten. Auch einnehmen. Nicht durchs Asteroidenfeld fliegen. Reassembling coherence. Ihr dürft ihn dann noch töten und sollte es gelaufen sein. Motorei gestoppt und das war's. Oh, doch noch nicht. Wir müssen weiterkämpfen. Dann Frontbewaffnung. Auf die Türme, die ihr schon mal geschossen habt. Bei euch dasselbe. Frontbewaffnung. Auf die Türme. Ready to serve. Ja, schüchtern oder nicht in Reichweite? Nicht in Reichweite. Spur ein bisschen vor. Wie funktionieren die Frontwaffen hier nicht so gut? Upsala, das war daneben.
You have seized a strategic area. The enemy has accumulated 50% of strategic points. Machen wir es ein bisschen schnell verfahren. You have accumulated 75% of strategic points. Nein, 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 nein. Bleibt doch mal da, wo ihr seid. Ihr wollt gleich zum nächsten Ziel. You have seized a strategic area. Hammer. Gut. Dann kommt mal hier so hin. Yes, my liege. Nicht durch das Asteroidenfeld. You are close to victory by strategic points. All power to motive units. Moving. Feuer frei und das war's schon. Kurzes Intermezzo mit dem Adeptus Mechanicus. Kein Schiff verloren, das ist ganz gut. Mich ärgert immer noch, dass wir den Anführer von vorhin verloren haben, das große Schiff. Die haben echt zusammen echt was Gutes gerissen gegen das Chaos, gegen die Orks. Double Power mit den Necrons war das. So, dann machen wir hier erstmal nur Verteidigung. Und die gönnen wir uns hier auch nochmal. Können wir irgendwas bauen, um Geld zu verdienen? Imperialer Widerstand zu verringern ist auch nicht schlecht. Aber erstmal gehen wir auf Geld. Truppenregeneration ist auch gut. Imperiale Datenbank. Alle 6 Züge, ein Schlachtplan. Hm? Ist eher was für später. Oh, Psi-Schleier. Angriff auf das System werden um eine Runde verzögert. Das machen wir auch gleich. Chaosbedrohung, Reparaturrate, Konstruktionspunkte. Das machen wir auf jeden Fall. Und den Psi-Schleier. Vergessene Bibliothek. Also man kann hier echt einige Sachen auch so herausfinden. Das machen wir auch. Das ist mir echt Geld hier. Das lasse ich erstmal. Gut. Null Punkte Bedrohlichkeit. Ich glaube, ich lasse diese Mission hier erstmal. Wir haben jetzt freien Zugang drauf. Wir räumen hier einfach nochmal ein bisschen auf. Und dann, wenn wir hier wieder Bedrohlichkeit 1 oder 2 haben, dann holen wir uns das. Weil die anderen beiden Punkte hier, die werden ein bisschen schwerer werden. Definitiv. Wir müssen uns irgendwie Zeit erkaufen. Weil hier sind wir noch gar nicht drin. Ach, das haben wir schon? Upsi, dupsi, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Aber hier fehlt uns auch das Tor. Das werden wir definitiv verlieren. Das ist nämlich hier. Da kommt das Chaos. Tyranniden machen hier einen richtigen Überfall. Ich glaube auch, ich lasse den erstmal gewähren, den Überfall. Und danach müssen wir schnell einen hier hinsetzen. Können wir eine bauen? Ne, wir können nichts bauen. Schade. Hier haben wir auch schon eine Welt. Aber da ist nichts Wichtiges drin. Gut. Also hier könnte man noch schnell reinkommen. Noch wichtiger, dass wir mit diesem Sektor fertig werden, meine ich. 1 Zug, 2 Züge. Gut, das war's erstmal. Ich würde die Runde hier beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Like, einen Kommentar. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.